FF-Fotoreise nach Berlin vom 18. bis 20. Juli 2008. FF-Foto.de, damit es Klick macht. Erster Tag, Anreise und Stammtisch. Noch gute 100 Kilometer bis Berlin. Jetzt noch 60 Kilometer. Leichter Regen auf der Autobahn, aber wir sind guten Mutes, dass uns das Wetter in Berlin nicht im Stich lassen wird. Auf der Berliner Ringautobahn angekommen. Auf dem Weg in Richtung Tegel. In 20 Kilometern ist es endlich geschafft und wir kommen am Econtel in Berlin an. So, runter von der Autobahn auf nach Charlottenburg. Als erstes war Auspacken des umfangreichen Equipments, das wir dabei hatten, angesagt. Hier nochmal für die Nostalgiker unter den Garagenparkern ein paar kleine Einblicke in die Tiefgarage des Econtels. Viele Grüße an dieser Stelle auch an Walter, der sein Fahrzeug mitten im Graffiti-Bereich geparkt hatte. Am zweiten Tag die FF-Foto-Competition. Zu Beginn der Competition gab es einen etwa anderthalbstündigen Workshop zum Thema Gestaltung, in dem gemeinsam Regeln und Hinweise erarbeitet wurden, wie Bilder besser gestaltet werden können. Anschließend bekamen die Teilnehmer ihre Aufgaben. Es handelte sich um ein Blatt mit einer Anzahl von fotografisch zu erfüllenden Aufgaben und einem Berliner U-Bahn-Plan, mit dem die Teilnehmer loszogen, um möglichst viele dieser Aufgaben möglichst gut zu erfüllen und damit attraktive Preise abzuräumen, zum Beispiel eine Artido-Fotoleinwand oder aber Foto-TV-Gutscheine oder Gutscheine von ff-foto.de. So, die Teilnehmer ziehen los und haben etwa 2,5 Stunden Zeit, um die Aufgaben abzuarbeiten. Hier ein paar Impressionen von der Berliner U-Bahn.
Die Teilnehmerergebnisse der Fotocompetition findet ihr in der FF-Fotogalerie. Am zweiten Tag abends gab es den FF-Foto-Nachtfotografie-Workshop. Gemeinsam wurden am Potsdamer Platz in kleinen Gruppen die Motive erarbeitet und möglichst das Optimum aus dem Motiv herausgeholt. Das Wetter war leider nicht ideal dafür, es hat leicht geregnet, aber der Potsdamer Platz bot eben auch eine Menge Locations, die überdacht sind. Am dritten Tag fand der FF-Foto-People-Fotografie-Workshop im Charlottenburger Schlosspark statt. Es ging bei diesem Workshop darum, das vorhandene Licht möglichst zu optimieren, mit beispielsweise dem Einsatz von Reflektoren, welchen Andreas hier kurz den Teilnehmern erklärt, und zum Beispiel durch den Einsatz von internen Blitzen oder Systemblitzen. Hier erläutert Andreas die Wirkungsweise der silbernen Seite des Reflektors zusammen mit unserem Model Janine. In kleinen Gruppen von 2 bis 4 Fotografen wurde anschließend mit den Models gearbeitet und entsprechende Motive umgesetzt. Hier eine kurze Bildbesprechung auf dem Kameradisplay und dann wird am Motiv weitergearbeitet. Hier sind ein paar artistische Einlagen unseres Models Amadee aus Berlin zu sehen. Ja, ganz großes Kino, was er vor Ort geboten hat. So, die Gruppe zieht weiter zum nächsten Motiv. Dem See im Charlottenburger Schlosspark. Hier wurden bei einer Gegenlichtsituation hauptsächlich Schattenrisse produziert. Unsere 3 Models gaben sich aber auch alle Mühe. Relativ zum Abschluss des Workshops badeten dann noch Sandy und Janine im Schlossteich und hatten dabei jede Menge Spaß. Das waren ein paar Impressionen der FF-Fotoreise nach Berlin. Ich hoffe, der Film hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaut mal wieder rein bei ffoto.de.